Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Prince of Persia, The Sands of Time. Wir haben die Zugbrücke erreicht und sind ungefähr halb durch das Spiel durch, zumindest wenn man der Prozentanzeige beim Speicherstand glauben kann. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Weg hoch in den Turm, wo sich ja die Sanduhr der Zeit befindet, die wir benötigen, um dieses ganze Desaster hier. Ja, genau, Prinz, guck du nur verschämt auf den Boden. Völlig zu Recht, das ist hier schließlich alles deine Schuld. Wir versuchen ja, dieses ganze Desaster wieder ungeschehen zu machen. Müsst ihr eigentlich die Zugprogramme runtergelassen, dann müssten wir jetzt theoretisch hier hinten weiterkommen. Das ist ein Hebel. Ah, okay, das sind so Schleusen. Das sieht schon relativ turmig aus hier. Oh Gott, wer baut denn sowas? Wer baut denn eine Leiter, die einfach mitten im Raum aufhört? Wer ist denn so doof, ey? Okay, ich würde sagen, als allererstes, die Kamera ist furchtbar, weil die Kamera sich tatsächlich wie eine Kamera verhält. Nicht so wie in vielen anderen Spielen, sondern wenn hier eine Wand ist, wumm, da kann die Kamera ja nicht durch. Könnte es ja in Wirklichkeit auch nicht. Das macht teilweise halt das Manövrieren mit der Kamera echt kompliziert hier. Ich warte besser hier auf euch. Einverstanden? Da bin ich mir nicht so sicher. Okay, das war elegant, aber sinnlos. Oh Gott, schaffen wir den Sprung? Nein. Hier komme ich daran. Seltsam. Ich habe das Gefühl, all das schon einmal erlebt zu haben. Ja, ich komme daran. Wunderbar. Gucken wir einfach mal, wo uns dieser Pfad hin führt. Ja. Ah, jetzt geht es auch. Ach, weil wir jetzt auf der anderen Seite sind. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Sie hält an! Noch einmal! Ja, aber nicht mit... Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Zieht jetzt an eurem. Ah, jetzt. Ja. Okay, da haben wir nur ein Problem gleich, ne? Zieht jetzt an eurem Hebel. Ja, ja. Aber das hält ja wieder auf halber Strecke an. Obwohl. Da müssten wir eigentlich hinkommen. Ich meine, wir haben ja hier Möglichkeiten. Nach oben müssen wir. Okay. Ich bin da. Ich lege den Hebel um. Nein, warte. Warte doch auf mich. Mach doch nicht immer... Fahrer? 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 Ja, toll. Das war einfach nur Arschkram von Fahrer. Das war Schaden, den ich nicht hätte nehmen müssen, wenn sie mit dem dämlichen Hebel noch gewartet hätte. Weil ich mich dadurch ja wegen der dämlichen Zwischensequenz gerade nicht weiter bewegen konnte und dich dann natürlich die Säge erwischt hat, ne? Muss ich doch dahin, ja? Ha, muss doch. Ich muss hier raus. Gut, ich dachte eben... Ja, das nervt schon die ganze Zeit. Mach den mal ab, den Baumel da. Ich dachte schon, das geht nicht, weil er sich eben geweigert hat, zu dem Loch zu klettern, von dem Vorsprung da, auf dem wir eben gerade noch waren. Platz machen hier. So.
dann müsste ich ja theoretisch da drüben hinkommen. Da seid ihr ja. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Das bringt dir jetzt natürlich relativ wenig, ne, Fahrer? Haltet durch! Ich betätige meinen! Aber wir erreichen die Leiter und das ist ja auch schon mal Fortschritt. Geronimo! Jawohl, wunderbar. So, hier, und jetzt kann ich mit der Kamera, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob wir richtig stehen. Keine Ahnung, das war mehr oder weniger auf gut Glück. Da ist wieder so ein Platz, wo Fahrer durchkriechen muss. Und ganz ehrlich, da kommt der doch auch durch. Nur haben die Programmierer leider vergessen, ihm die Fähigkeit zum Kriechen zu geben und deswegen geht das nicht. Hops. Ich komme! Zu viele Informationen. Und ich muss jetzt hier wieder baumeln und warten. Ich kann mich jetzt nicht schon mal drehen oder irgendwas. Das finde ich doof. Wieso kann ich mich während einer Sequenz nicht weiter bewegen? Ja, weil das damals halt noch nicht ging, von der Engine her, ich weiß schon, aber es nervt trotzdem ein bisschen. So, wunderbar. Dann machen wir die Tür auf. Wenn ihr unter diesem Tor durchpasst, bin ich beeindruckt. Ich kannte dieses Loch. Ich wollte nur sehen, ob ihr es auch kennt. Das Schöne ist ja, wir kannten das Loch wirklich. Ich habe ja auch schon kommentiert. Da ist schon der nächste Speicher... Vögelchen. Okay, haben wir vorher... Oh, Kamera! Wollte gucken, ob hier irgendwo ein Brunnen ist. Nein. Lauft weiter! Warum? Warum lässt du sie weiterlaufen? Warum räumst du nicht erstmal den Weg frei? Jetzt müssen wir sie wieder vor den scheiß Vögeln beschützen. Erstmal wieder ausprobieren, wie das Blocken funktioniert. Na komm. Haha. Daneben. So, komm, hier, du auch noch. Warum sind denn immer so viele? Ist ja furchtbar. Und vor allem, was waren das bitte mal für Vögel? Warum sind das alles die gleichen? Das ist genau die gleiche Frage, die man sich stellt, wenn man überlegt, warum in Raccoon City eigentlich nur Dobermänner gelebt haben. Ach, ja, doch noch einen. Oder war der Ton so weit hinterher jetzt tatsächlich? Das ist ja traurig. Das ist ja echt traurig. Passt auf! Ja, das wirkt also überhaupt nicht geskriptet. Sehr witzig. Jetzt mach die Tür auf. Nein, im Ernst. Ist wirklich kaputt. Ja, ich werde schon einen anderen Weg finden, aber erstmal heilen. Macht es euch bequem. Ich suche einen anderen Weg. Bitte beeilt euch. Jetzt hetz mich mal nicht so, ja? Ich würde mal sagen, wir müssen uns hier von der Kante hängen lassen, da rechts rüberklettern und uns da unten runterfallen lassen und dann um den Turm rumklettern, aber das ist nur eine Vermutung. Es kann auch sein, dass das nur so aussieht, als ob das geht. Wir werden es gleich erfahren. Zeit für eine weitere Vision. Wir hatten jetzt schon relativ lange keinen Lebensbrunnen mehr, ne? Achso, er kommt da nicht rum, aber hier vielleicht? Sonst muss man links rum, statt rechts. Okay, dann müssen wir wohl links rum, weil da ist ja auch noch ein... Da ist ja noch eine Kante, ne? Da ist keine Kante mehr, okay.
Wieso ist da keine Kante mehr? Was soll denn der Blödsinn? Klar ist da eine Kante. Okay, dann über die Säulen, wie wir es in der Vision gesehen haben. Aber theoretisch? Na gut. Na gut. Aber das kriegen wir auch hin. Auf Umwegen, aber wir kommen zum Ziel. Wir kommen zum Ziel. Ah, er kann hier noch weiter. Na gut. Dann gehen wir hier weiter. Und hier ist der Abstand zwischen den Wänden groß genug, dass wir den Wandsprung zum Herunterklettern verwenden können. Auch nicht schlecht. Rechts weiter. Rechts weiter. Ja, das habe ich ein bisschen spät gesehen, dass da was zum Festhalten war. Solche Sequenzen werden in den späteren Spielen noch viel mehr kommen. Und wirklich auf Zeit diesen Parcours machen muss. Ich bin hier oben! Vor allem gerade auch in... The Warrior Within. So kann ich mich da einfach drauf fallen lassen. Oh, ja, kann ich. Und hier wieder festhalten. Und darüber. So. Hier bin ich. Ja, ja. Bleibt auf. Ich komme zu euch runter. Erstmal werden unsere Sandvorräte wieder aufgefüllt. Und wir haben einen weiteren Sandkanister freigeschaltet. Eine sehr schöne Sache. Da drüben geht's weiter. Hops. Da einmal hier rum, bitte. Fallen lassen. Ich weiß, wo ich bin. Dieses Tor führt zu den Bädern. Findet ihr den Weg dorthin? Klar, der Weg von hier zu den Bädern sollte leicht zu finden sein. Gut, ich treffe euch dort. Ich frage einfach das erste Sandmonster, das ich treffe. Könnt ihr mir den Weg zu den Bädern weisen? Vielen Dank. Psst, nicht weiter sagen, zu meinen Lebzeiten war ich Bademeister. Ich treffe euch in den Bädern. Sie gibt mir Befehle wie einem Diener. Ich bin selbst schuld. Frauen muss man von Anfang an zeigen, wer das Heft in der Hand hält, oder sie wickeln dich um den Finger. Ich war zu nachsichtig. Vielleicht, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Das hat jetzt ein Ende. Jetzt kommt sie an die kurze Leine. Vorausgesetzt, ich finde sie. Wenn er wohl den Weg zu den Bädern findet, ich bin mir sicher, der ist relativ linear von hier aus. Ein bisschen Platz machen und vor allem auch ein bisschen Lärm machen, dass wir vielleicht die Vögel schon mal anlocken. Die hätte ich mich ganz gerne erledigt, bevor ich hier anfange zu klettern. Na gut, dann nicht. Dann muss das jetzt schnell gehen hier. Und gleich in den nächsten Speicherpunkt gesprungen. Warum auch nicht? Eine Szene, die wir da gerade in der Vision gesehen haben, die kommt mir bekannt vor, wo er über das Tor gelaufen ist. Ah, da drüben ist Sand. Den will ich haben. Okay, wir kommen aber hier nicht so ohne weiteres rüber. Wir müssen jetzt erstmal nach unten. Ha!
klonk, klonk, klonk. Und dann ein bisschen balancieren. Kann ich während des Balancierens kann ich auch schlagen. Okay. Werde ich wahrscheinlich machen müssen. Da unten ist Sand, das heißt, ich will runter. Okay, unser super akrobatischer Prinz schafft diesen Fall hier nicht, ohne sich das Genick zu brechen. Na gut. Klingt dämlich, aber ich akzeptiere es erstmal. Es waren aber nur zwei, ne? Ich bin unten! So, wo war der Sand? Hier war der Sand. Gleich mitnehmen. Arbeiten wir schon mal am nächsten Sandkanister. Wenn wir jetzt eh schon mal hier unten sind. Da ist ein Tor, das wir irgendwie öffnen müssen. Könnt ihr vielleicht mal runterkommen hier? Hier kann man rein. Wie kommen wir denn wieder hoch? Hier? Ja. Quasi wieder in der Ausgangslage. Na wunderbar. Na wunderbar. Aber zumindest haben wir den Sand mitgenommen. Konnte nicht lange gut gehen, so wie der da rumgehampelt hat eben. Ja, am Timing muss ich noch arbeiten, das stimmt. So, einen haben wir noch. Na komm, den habe ich aber gehabt. Das Blöde ist, dass ich hier oben nicht blocken kann. Oh Gott, wie viele sind denn das? Da ist ja noch einer. Ja gut. Lass ihn zuschlagen, dann bringt er sich wenigstens in Reichweite. Und ich bin ein Sand Warrior. Quasi der Sand Warrior Within, oder? Hops. So, jetzt sind wir hier. Aber wir wollen ja noch da ganz rüber. Ne? Ah, oh, dieser Balanceakt hier. Balancieren ist immer furchtbar in diesem Spiel. Das Gute ist, dass man immer eine zweite Chance kriegt. Wegen Festhalten an der Kante und so. Komme ich da eventuell hoch? Nein. Obwohl, ich kann es nochmal versuchen, von hier aus darüber zu springen. Vielleicht kann er sich ja festhalten. Nein, kann er nicht. Okay. Ich will den Sand haben. Ich will meinen Sand. Geht da unten das Tor auf. Und eine Leiter zum Hochklettern. Kann ich mich hier fallen lassen? Schmerzhaft, aber ja, prinzipiell geht das. Okay. Da ist... diese Kamera! Da ist wieder ein Hebel drin, aber... Hier hinten ist ja die Leiter, ne? Die führt mich jetzt wohin? Hier wieder hoch. Okay. Da habe ich ja im Prinzip nichts von. Zumindest im Hinblick auf meinen Fortschritt in Richtung, ich will den Sand haben. Da ist noch ein Hebel drin.
Käferklatschen. Das ist immer schön, wenn die Kamera so steht, dass du gar nicht mehr sehen kannst, was du da machst. Die Sandskarabäen. Wie ich schon mal gesagt habe, die Kamera ist in diesem Spiel echt dein größter Feind. Das ist ganz schlimm. Ich höre doch noch einen. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ah, da ist er! Hat versucht, sich zu verstecken, aber es ist ihm nicht geglückt. Jetzt können wir hier den Hebel ziehen. Müssen wir erstmal orientieren hier. Weil der Hebel, den ich ja eben noch gesehen habe, ich wollte es gucken. Das ist ja der, den wir schon hatten, ne? Da. Und da ist ein Hebel. Hier war ja keiner mehr, ne? Nee. Okay. Dann geht es jetzt darum, diesen Hebel zu ziehen. Das Tor schiebt sich nach oben und dann können wir da nämlich rüberlaufen. Und dann müssen wir erstmal irgendwie hinkommen. Machen wir mal mit Hilfe des Sandes. Das ein bisschen schneller bewegen, obwohl ich weiß gar nicht, um wie viel schneller wir uns tatsächlich bewegen. Wir haben auf jeden Fall relativ viel Zeit, bis sich das Tor da wieder schließt. Um quasi zum Startpunkt zurückzukommen. Weil ich glaube, ich auch den denkbar kompliziertesten Weg gewählt habe. Ja, obwohl der andere Weg ist ja, glaube ich, blockiert, ne? Da kommen wir ja nicht mehr hin. Ich hoffe, das reicht von der Zeit her noch. Oh ja, doch. Jetzt hier einen Wallrun rüber. Und dann sind wir auch bei unserem Sand, den wir unbedingt haben wollten. Ups. Kann ich hier auch rüber runnen? Ja, kann ich. Und hier, jawohl. Finden wir endlich mal die nächste Lebensquelle. Hat ja auch lang genug gedauert, ne? Und unsere maximale Lebensenergie mal wieder ein bisschen verstärken. Ein paar davon gibt es in diesem Spiel auch noch. Es ist nicht viel, aber auch jedes bisschen Kleinvieh macht ja bekanntlich Mist. Das war hier drüben. Erstmal noch zurück. Erstmal zurück. Hier ist ja noch ein Hebel gewesen. Jetzt werde ich mal gucken, was der macht. Eine Leiter. Na gut. Diese Kamera, ne? Und wir sind durch. Ah, haben schon gedacht, dass das auf Zeit geht. Wir sind durch und wieder auf dem Weg in die Bäder. Oh, habt ihr hier die ganze Zeit auf mich gewartet?
Ich wusste nicht, dass ihr diese Bäder meint. Ich war bei den anderen Bädern am Ende der Stadt. Ich nahm ein heißes Dampfbad. Schade, dass ihr nicht dort wart. Hör auf, Selbstgespräche zu führen. Ich liebe den Prinzen. Dieser Sarkasmus, diese Ironie finde ich sehr gut. Sehr schön. Das wird nicht funktionieren. Obwohl, doch, warum eigentlich nicht? Das sieht von hier aus nur so komisch aus. Klar funktioniert. Ja, das. Na, ich höre schon wieder Käfer. Okay, alles gut, das sollte so sein. Dann kommt mal her. Aua, hier eine Mistgegröße. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass mir ein Käfer tatsächlich Schaden gemacht hat und ich es kommen gesehen habe. Auch noch, zack, weg mit dir. Wo ist der Rest? Lasst euch ruhig Zeit, wir haben es nicht eilig. Oh, hi. Das war frech. Und das war das letzte Insekt. So, das da in der Mitte, ist das ein Speicherpunkt oder eine Sandwolke? Sandwolke, ne? Regeneriert sich auch nicht weiter. So, jede Menge Wasser. Könnte man das nicht hier theoretisch als Bäder durchgehen lassen? Nur eine Frage. Hinter den Wasserfall kann ich auch nicht. Na gut. Dann wird es ja wahrscheinlich hier weitergehen. Sagt Dicke, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, nee, ist klar. Holla die Waldfee. Ich hasse sowas, 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 ich hasse sowas. Runter. War klar. Hier geht's weiter. Vorsprung. So, da runter oder darüber? Habe ich was davon, da drüben zu sein? Oder habe ich nicht wirklich was davon, da unten zu sein, ne? Boah! Uiuiuiui. Da ist ein Speicherpunkt, ich sehe einen Speicherpunkt! Oh nein, Fledermäuse! 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 Nein, 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 scheiße, ihr Mistviecher! Fledermäuse sind fies, vor allem auf so einem Areal hier. Die kriegt man auch nicht vernünftig. Jetzt haltet doch mal still, verdammt! Das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns mit Fledermäusen auseinandersetzen müssen. Von hier aus vielleicht mit einem Wallrun darüber. Okay. Dann geht's hier weiter. Da kommt ihr! Ich hau euch auf die Nase! Kommt! Versucht es doch ruhig! Da fliehen sie vor mir. Muah. Oh Gott, ich ahne, worauf das hinausläuft hier.
Geh erstmal rüber. Vielleicht gibt es da drüben ja auch einen Weg. Ja, mit dem Wallrun zum Beispiel. Könnt ihr wahrscheinlich auch... Ein Speedrunner könnt ihr wahrscheinlich abkürzen. Aber ich bin ja kein Speedrunner. Ich bin schon ganz froh, wenn ich hier nicht total verkacke. Das war Prince of Persia für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.